Ja, wie die das Dach dann wechseln, ja? Ja. Das wird ja von den Männern gemacht, ja? Das Spiele, Julundi? Heute lieber, Gita. Yo, sudah. Wah, dia darah dengar lagi dulu. Ja, guck mal, wenn die Leute dann das machen, alles ja, arbeiten zusammen, mehr. Ja. Ja, also hier dieses Stroh, ja. Den da auch, ja. Hallo. Hallo. Ja, was ist denn das hier? Baik-baik, ja. Mein Name ist Jali. Ja. Saya Jali, Sefi Jali. Jali. Lena. Lena. Dia sudah belajar bahasa Indonesia di Swiss, ya, nicht, ya? Di universitas. Informasi mah. Ya, sudah pegawaian nih. Halo, orang pelemak, wah, lain kali. Nanti lain kali kita undang lagi. Oh, gitu ya. Oke, we can hear, weiter. Dah, tunjukkan aja dulu deh, tunjukkan dulu bar lemak lain kali kita. Ja, wir dürfen einfach mal so rumlaufen in dem Dorf, der das kennen die schön. Nein, ist kein Problem, ja. Alles vorbereitet. Ja. Merci beaucoup. Ja. Ja, so. Ja, sehr traditionell, nicht? Ja? Einfaches Leben. Manchmal sieht es auch schon ein bisschen unhygienisch, aber ist halt so. Ja? Also ja. Da läuft Wasser überall manchmal und Toilette ist ganz einfach. Ne? Jetzt die Küche zum Beispiel, genau, ja. Gerade neben Toilette. Ja? Aber die weben, die Frauen weben schon die ganze Zeit. Die Männer auch schon, machen auch schon diese Tasche, speziell für Frauen. Ja? Salami. Ja, so Portemonnaie. Aber gehört denn das Land, auf dem ihr Haus steht? Oder wie läuft das? Wie kommt man zu so einem Platz? Ja, das ist schon das Eigentum von der ganzen Familie, heißt es eigentlich. Ja. Von der großen Familie. Ja. Ja, es wird auch schon hier gewechselt, ja, das Dach. Bisschen ordentlich jetzt geschnitten. Du kannst dein Indonesisch auch ein bisschen. Ja, ganz ein bisschen.
Ja, ja, schon lange her, ja. Ja, 10 Jahre. Ach, ja. Tja. Ja. Aber man schon hört, vielleicht versteht man ein bisschen. Ja, ein paar Wörter. Ich kenne auch noch ein paar Wörter. Manchmal kommen die einfach so in meinen Kopf. Guck mal hier, die Kampfhähne. Aber das ist ja nicht nur für die Kämpfer, werden die nicht gebraucht. Ja? Aber das ist ja vielleicht bei uns als Hobby nur. Ja? Also dass Leute halt dann so züchten oder so halten hier, um zu verkaufen. Damit machen die dann auch schon ein bisschen Geschäfte. Das kostet vielleicht, es kostet vielleicht so einen Hahn. Um die 30 Euro. Oh. Ja. Ja, 30 Euro. Aber da haben viele dann Hobbys damit, ja. Vielen Hobby. Und die Kämpfe, die sind verboten. Die sind verboten, ja. Bei uns ja ist verboten, ja. Oder Wetten im Allgemeinen ist verboten. Ja. Ah, Wetten ganz genau, ja. Und auch Kämpfe, Hahnenkampf, ja, natürlich ist ja schon grausam, ja, ja sage ich mal, gegenüber die Hähne selbst, ja. Und das kann man eigentlich auch nicht machen bei uns, aber trotzdem wird auch schon gemacht. Ja. Aber wo das erlaubt ist, ja, natürlich bei einer Tempelritual, auf Bali zum Beispiel, ja, das gehört zu der Tempelritual, ja. Dann ist es erlaubt. Ja, das ist erlaubt, ja, aber natürlich, das tut's mir auch schon leid, ja. Ja, also, oh ja, die nennen wir Jambu, ja. Jambu. Jambu, die kann man da essen, ja, natürlich, aber die sind ja noch jung, ja, also noch nicht reif. Mhm. Und wie schmecken die? Die schmecken süß, ja, also viel Wasser, ja. Ah, okay. Ja. Bisschen säuerlich, ja, aber die schmeckt schon gut, ja. Also süß, ja, auf der Jambu, ja. Ja, wir gehen hier. Guck mal. Zeige auch schon ein bisschen noch was. Das sind hier dann manchmal viele Touristen? Ja. Normalerweise sind viele Touristen hier unterwegs. Vielleicht erst dann mittags, ja. Das ist eine Moschee, ja. Hallo. Bleibst du Schule hin? Bleibst du Schule? Ich fragte, die geht nicht in die Schule. Genau, das ist die Moschee. Auch sogar die Moschee ist einfach so aus Gras oder aus Stroh gebaut, ja, die Dächer. Masjid, der Masjid heißt Moschee, ja. Und das ist eigentlich das Baustil von einem Tempel, ja. Also die drei Dächer, ja. Also vor dem Gebot, ja, jetzige Leben und Leben nach dem Sterben, ja. Oben, ja. So ist die Philosophie, also von dem her. Das heißt, es gibt ja drei Phasen, also vom Leben vor dem Gebot, nach dem Gebot, das heißt das jetzige Leben und nach dem Sterben, ja. Und das
nach dem Sterben ist eigentlich das wahre Leben, ja, heißt es. Da strebt man hin. Genau, ja. Das wahre Leben, weil jeder sterben wird, ja, und das Ziel ist ja nicht das jetzige Leben, heißt es ja. Also laut unserer Religion, laut Islam, ja, laut unsere Lehre, laut Koran, ja. Deswegen strebt sich nicht an nur weltlichen Sachen, ja, heißt es der. Also dann denkt man lieber an das Leben nach dem Sterben, ja. Das hängt da auch zusammen mit dem, was wir dann jetzt in dem jetzigen Leben tun, ja, heißt es ja. Wenn wir was Schlechtes tun in diesem Leben, heißt es, kann auch sein, dass wir in dem Leben nach dem Sterben auch Schlechtes Leben haben, ja, heißt es ja. So ist ja. Ist gebadet. Sarung, ja? Sarung. Ja, da. Kaffee, selbst gemahlen, ja? Also das nennen wir Kopi Hitam, ja? Also schwarzer Kaffee. Ja? Also da kennen wir zurzeit in der modernen Zeit das Kaffee in der Tüte, ja? Schon fertig gemischt mit Zucker, Milch, alles drin. Ja? Das ist aber schon reiner Kaffee aus dem Haushalt hier. Ja? Und diese, das sind Mangos? Das sind Mangos, ja, genau. Ja? Das ist langsam. Kommt hier jetzt die Saison bei uns Mangos, ne? Habt ihr welche Mangos probiert? Ja? Habt ihr welche probiert? Ja, ich habe schon einmal, ja. Oh ja? Ja. Gibt es beim Frühstück nicht was zum... Nee, Mango gibt es jetzt nicht. Also? Ich liebe Mango. Ja, das schmeckt das auch schon. Ja, wir sind die ersten Besucher hier. Ja. Das ist ja die Parole, ja, also für Tourismus bei uns, ne, ja. Heißt Sicherheit, Ordnung, ja, Sauberkeit. Seju ist angenehm, Inda ist wunderschön, Rama Freundlichkeit, Kanangan Erinnerung, ja. Unten ist ja der Name von dem Dorf. Ja. Ja, das ist der Name. Das wird auch schon renoviert ein bisschen, ja. Der Eingang. Oh, ja. Ha ha ha.